Mach keinen Scheiß, Mann. Alter, bist du fertig? What happened to me? Sarah. I must go to Sarah. She is the Oracle. She will know what to do. Ich kann immer noch nicht ins Journal. Kann ich einfach runterjumpen? Nein, kann ich nicht. Schade. Okay, hier bleibt nur dieser eine Weg. Aber im Endeffekt, was hat ein Sterblicher schon, was kann ein Sterblicher schon gegen ein übermächtiges Wesen machen? Das Problem ist ja, ich fühle mich so, als hätte ich die Macht dazu, was zu ändern. Und jetzt wird mir quasi diese Macht genommen. Und das wurmt mich gerade so heftigst. Alter, der Typ ist durch im Kopf und klettert eine Leiter runter. Okay. Also mit dem Boot kann ich zumindest nicht abhauen. Das steht schon mal. Und da kann ich nicht durchbrechen. Cool. Ich kann doch nie mein Licht anmachen. Oh, Kapitel 14, Alabasterspitze. Nach einer letzten Konfrontation begibt sich Pierce zur Alabasterspitze, wo Sarah Hawkins auf ihn warten sollte. Dort muss er eine Entscheidung fällen, die das Schicksal der Welt verändern könnte. Ich frage mich ja auch, wenn ich... ob ich irgendwelche Sachen hätte besser machen können, hätte ich mehr auf Psychologie, mehr auf Stärke oder sowas geskillt. Oh, jetzt schwankt er nicht mehr so rum. Kann ich zurück? Nö, kann ich nicht. Licht kann ich auch nicht anmachen. Warum zum Henker spukt mir die Wahrheit im Kopf? Und wenn es die Wahrheit ist, warum sagt sie mir nicht die Wahrheit? Und sagt, oh, geh weiter. Das ist für mich keine Wahrheit. Ist ja denn das die Wahrheit? What have they done to me? Frag dich eher, was ich dir angetan habe. Fuller, you died in front of my eyes. Don't jump to conclusions. Is there not the tiniest spark of a scientific mind inside of that detective skull of yours? What abject substance did you use to turn her into an empty shell? Abject substance? The serum extracted from Leviathan's oil bestows the power of life.
To me, my body is nothing but the mortal vessel of my conscience. To you, it contains more answers and secrets than your insignificant mind can grasp. Deswegen haben die so lange überlebt. Fitzroy Fullon Hawkins. That is not you. Not anymore. Not since your disappearance on the docks. Ah, detective. So easy to fool you. So eager to rush to the rescue of a woman in distress. You won't make me regret having tried to save people. I did what I could. Even for Colden. Your efforts to change your destiny, although in vain, make you worthy of the fate that is yours. The day has come. You will be asked to choose. Ist die Frage, kann ich wirklich eine Wahl treffen oder wird die Wahl für mich gefällt? Ja, bei den Medikamenten, ich habe mich dagegen entschieden, ja, trotzdem aus der Pulle gesoffen. Ich glaube nicht so. Wer ist das denn jetzt? You took everything from me. Wife, life, destiny. You forsook your right to a normal life the moment you chose power over humanity. No one wants to see such an unbearable sight. You don't have the slightest idea of what you speak, of what I've been through. I have sacrificed my life to the one who sleeps. My marriage, my family, my own flesh. Why didn't Sarah choose me? Why is it your damn face on her painting? Huh? Der Typ wirft mir vor, dass ich ihm seine Ehe und sein Leben und sein Schicksal genommen habe. Und dann zum Henker meinte er, ich habe alles geopfert, meine Ehe, meine Frau. Wah. Bleib mal. Hey, sexy man. You already know it. I can see that you will make the right choice. I don't know. I don't know. Your fear. The unknown and your stupid pride cloud your judgment. Quit lying to yourself and embrace your destiny. It's not cowering that brought you those medals. None of this is real. Trust your guts. If nothing's real, what are you? I am a projection of your mind. What remains of that instinct that pulled you out of the trenches. Don't listen to them. They're too dangerous for your tired mind. Danke! Danke! Endlich mal jemand, der sagt, was Sache ist. Auf den Tisch haut und sagt hier. So ist es. Muss ich überlegen. Kann ich wirklich der Wirklichkeit trauen? It's right there. I'm almost there. Wow, danke, dass du die Wahrheit nachsprichst. Ich frage mich, Spiel gespeichert.
Jetzt geht's ab. Die stehen noch hinter mir. Ist das Algernon? Ja. Ich habe mir gefangen genommen. Here you are at last, truth seeker. She was waiting for you. You were waiting for me. Yes. When I finally discovered the truth, I knew you would come. All this time I was fighting it, afraid of what I might discover, but I was afraid of myself. It's coming. What did you learn? Listen to me, Edward Pierce, as I will deliver the truth. Okkultismus Meister müsste ich haben. Sind sie verrückt? Ich habe das Gefühl, wenn ich das nehme, dann kommt auf, dann wird das die falsche Entscheidung sein. I have seen things. Strange and horrifying, but always true. Will you trust my words? Yes. One man only prepared by the trials and revelations, holds the power to change the world. Because I saw you in the dreams I share with my God. I recognize you for what you are, a truth seeker. One of the rare humans who is able to perceive fragments of his mind. Yes, yes! I feel the truth in your words. Because it was written. Or, as I like to see it, painted on the canvas of fate. Pierce! I kill you. Oh. Ich werde das Ritual vollziehen, das Gegenritual vollziehen. Kann ich... Meinem Endeffekt ist es ja so. Es gibt ja die These, dass gesagt wird, wegen, dass das, was wir sehen können, nicht alles ist, was wir sehen. Und dass Leute, die quasi Psychosen haben oder irgendwie Halluzinationen haben oder sowas, dass die mehr sehen können, oder allgemein alles anders sehen können, aber es trotzdem real ist. Aber nur weil wir es nicht sehen können, bezeichnen wir die Leute als verrückt. Jetzt kann man sich auch fragen, oder dementsprechend könnte man jetzt sagen, das, was wir gesehen haben, ist wirklich die Wahrheit. Quasi das, was hinter dem ist, was normale Menschen sehen können. Und dementsprechend ist es gut, dass wir verrückt geworden sind, weil wir es halt gesehen haben. Oder ist es so, dass man uns quasi vielleicht doch was vorgespielt hat, einfach nur damit der große Gott, oder was auch immer, Leviathan, Cthulhu, wer auch immer, quasi uns manipuliert, indem er uns die Wahrheit zeigt. Und jetzt könnte es auch so sein, die ganzen Entscheidungen, die ich gefällt habe, Medikament nicht nehmen, Erz genommen, dass ich mich jetzt für das Gegenritual entscheide und er vollzieht das Ritual, oder dass es umgekehrt ist, dass das Gegenritual eigentlich das Beschwörungsritual ist. Und dementsprechend sollte ich noch einen Durchlauf machen mit, diesmal aber halt mit mehr psychischem Verstand,
am Ende des Spiels gelang, weil das hat quasi so genauso ausgereicht, dass ich nur noch mit so einem Batzen Verstand am Ende angelangt bin. Und wenn ich mit mehr Verstand habe, dass quasi die ganzen Sachen dann richtig ablaufen. Versteht ihr, was ich meine? Dementsprechend, ich werde mich für das Gegenritual entscheiden. Und im schlimmsten Fall bei einem neuen Durchlauf würde ich mich auch wieder dagegen entscheiden und gucken, ob es was anderes rauskommt. War das jetzt gut oder schlecht? Oh, er ist ein Dämon geworden. Dedicated to the founder of the Chaosium. Wie? Das ist jetzt das Ende? Hä? Okay, ich sehe jetzt leider nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich werde das Spiel nochmal spielen müssen. Ich meine, ja, okay, es ist, man hat kein, man hat jetzt kein Cthulhu gesehen, dementsprechend glaube ich schon, dass, quasi wir das gute, zumindest für die Menschheit, gute Ende erreicht haben. Ich weiß jetzt nur nicht... All Cthulhu-Fans. Bla 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 bla. Ja, ist ein blödes Ende. Cast Edward Pierce Anthony Howell. Ich müsste mal nachgucken, ob das der gleiche Typ ist wie aus Vampire. Ja. Das Spiel ist durch. Da hinten in der Tür steht jemand. Deswegen gucke ich gerade die ganze Zeit hin. Vielleicht auch nur eine Einbildung, so quasi nachdem ich das Spiel gespielt habe. Würde mich nicht wundern. Thanks for playing. Ja, you're welcome. Im Grunde genommen gibt es so viele Möglichkeiten, die ich noch hätte anders machen können. Oh! Was ist da los?
message as you asked us to, Doctor. Good. Thank you. Ja, das war irgendwie klar. Sleeping Pills, diese verdammten Sleeping Pills. Jeder in dieser fucking Stadt. Errungenschaft freigeschaltet, das Schicksal besiegen. Ha! Ja. Das, dass wir leben dürfen, wundert mich so ein bisschen. Naja. Ja. Mal schauen, wie ich das machen werde mit dem alternativen Durchlauf. Ob ich vielleicht nur quasi das letzte Kapitel dann spielen werde. Aber auf jeden Fall, dass ich versuche, mit so möglichst viel Verstand durchzukommen, wie es mir möglich ist. Wie gesagt, ich... Das ist ein Auge? Und ja. Was zu essen? Ja, ich würde an der Stelle einfach sagen, dass ich zumindest das Spiel hier erstmal beende. Auf YouTube sage ich einfach dementsprechend. Ne, mir fehlen die Worte. Tschö, adieu und bis zum nächsten Mal. Auf Twitch geht's noch eine Runde weiter. Vielleicht.